Hi Leute, ich bin's Albert von windowsarea.de und wir testen regelmäßig zahlreiche neue Produkte für euch. Angefangen bei Smartphones bis hin zu Laptops, auf die wir uns auf diesem Kanal ein bisschen spezialisiert haben. Wir testen Microsoft Surface-Geräte, Apple MacBooks und ansonsten so gut wie jedes andere feine Stück Technik von Lenovo, Acer, Razer, Dell und anderen bekannten Herstellern. Heute wollen wir über die besten Laptops 2021 reden. Wir zeigen euch Produkte in verschiedenen Preisbereichen, welche wir uneingeschränkt empfehlen können. Das bedeutet, wir präsentieren nur Geräte, wo ich mir sicher bin, dass ich jede einzelne Variante davon empfehlen kann. Weshalb wir das heute so machen und welche Notebooks und Tablets windowsarea.de im Jahr 2021 uneingeschränkt empfehlen kann, erfahrt ihr direkt nach diesem Sponsorsegment. Also zuerst mal zu dem Teil, was wir im heutigen Video anders machen als sonst. Normalerweise zeigen wir euch in jedem Preisbereich einen bestimmten Laptop in einer bestimmten Konfiguration, den wir gut finden. Und häufig ist dieser Laptop dann ausschließlich in dieser einen Konfiguration gut, die wir eben im Video empfohlen haben. Aber bei sehr, sehr vielen Laptops baut der Hersteller ein Gehäuse und verkauft es mit zig verschiedenen Prozessoren, Displays und manchmal sogar Akkugrößen. Geräte wie das Lenovo V15 oder HP 15 oder HP 17 haben billige Gehäuse, kleine Akkus und ziemlich schlechte Displays, was dann für einen Preisbereich von 300 bis 400 Euro okay sein kann. Dann geht aber der Hersteller her und bietet das Ding mit einem Intel Core i7 Prozessor an für 700 Euro. Und da dreht sich der Spieß dann um. Die Konfiguration können wir dann eben nicht mehr empfehlen. Und dann komme ich her und sage, exakt diese eine Variante von diesem XY Laptop, die empfehle ich für unter 400 Euro. Meistens halt nicht mit dem stärksten Prozessor, stattdessen mit einem guten Display, damit ihr eben genau den Sweet Spot bekommt zwischen einer guten Performance, Akkulaufzeit und eben einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis für euer Geld. Und dann kommt so manches Genie daher und schreibt mir auf Instagram, dass er genau diesen XY-Laptop eben gekauft hat und er nur 2 Stunden Akkulaufzeit hat und meine Empfehlung halt komplett Mist war. Und warum? Genau, weil dieser eine Nutzer eben eine 500 Euro teure Konfiguration vom selben XY-Laptop gekauft hat, aber halt mit 4K-Display konfiguriert hat und mit Core i7-Prozessor. Na klar, dass hier das Verhältnis zwischen Akku und eben diesen stärkeren Komponenten, diesem 4K-Display und dem stärkeren Prozessor, dann eben einfach nicht mehr passt. Und dass das eben passt, darauf achten wir immer bei unseren Empfehlungen und man kann das halt eben nicht für jedes Gerät machen, weil es gibt halt auch teilweise schlechte Modelle. Darum sind aus diesem Video alle Laptops raus, die in meinen Augen auch nur eine einzige schlechte Variante haben. Macht euch also bereit für die besten Laptops 2021. Ich fange direkt an mit meiner persönlichen Lieblingskategorie, nämlich kompakten Laptops. Hier treten dünne, ultraleichte Geräte zwischen 12 bis 14 Zoll gegeneinander an. Darunter Premium-Laptops wie das Dell XPS 13, HP Spectre X360, der Surface Laptop 3 und auch Tablets wie das Surface Pro 7, Lenovo Yoga Duet 7i und viele mehr. Das sind Laptops und Tablets, die eine perfekte Kombination aus guter Arbeitsleistung, hochwertigen Designs, einer grandiosen Mobilität durch ihre leichten, dünnen und hochwertigen Gehäuse bieten, sowie eben lange Akkulaufzeiten. Und wie könnte ein anderer Laptop diese Kategorie gewinnen als, drumroll please, das Apple MacBook Pro mit M1-Prozessor? Es bietet die Performance von Windows-Laptops mit dedizierten GTX-Grafikkarten, eine Laufzeit von konstant über 16 Stunden, auch wenn man es den ganzen Tag in Premiere Pro mit Videobearbeitung quält, ein DCI-P3-Display mit einer Profi-Kalibrierung und das alles in einem Gehäuse, das kaum dicker ist als ein USB-C-Anschluss. Kein anderer aktueller Windows-Laptop bietet eine derartige Performance, eine derartige Akkulaufzeit und ein derart gutes Display in einem derart kompakten und portablen Gesamtpaket. Ja, es gibt günstigere, ja, es gibt stärkere und ja, es gibt auch ähnlich schlanke Laptops wie das MacBook Pro mit Windows 10, aber das sind immer 3 verschiedene Geräte, zumindest aktuell. Für all das, was es bietet, ist es mit einem Preis von aktuell ab 1300 Euro echt nicht teuer. Premium-Laptops mit Windows 10 wie der Surface Laptop 3 bieten nicht nur 30% weniger Performance, sondern auch die halbe Akkulaufzeit, aber kosten oft genauso viel.
Und darum ist es für mich in dieser Kategorie echt das Beste. Ich bin wahrscheinlich der Letzte auf YouTube, den man als Apple-Fanboy bezeichnen kann. Und ich bin kein Fan von macOS, das sage ich in meinem Review auch ganz ehrlich. Aber ich muss neidlos gestehen, Apple baut einfach aktuell den besten Laptop auf den Markt, wenn ihr im Ultra-Kompakt-Segment einkauft. Und ich hoffe natürlich, dass auch die Windows-Hersteller mit eigenen ARM-Geräten aufholen werden, aber bis es soweit ist, kann meine ehrliche Empfehlung, und darauf basiert eigentlich dieser Kanal, wirklich nur das MacBook Pro mit M1 sein. Gucken wir zur nächsten Kategorie, nämlich zum besten Laptop für den täglichen Heimbedarf. Das ist ein Notebook, welches sich an Leute richtet, die ihren Laptop mehrheitlich zu Hause benutzen, darunter eben im Homeoffice oder zum Fernstudium. Es sind keine Produkte, die ich fürs mobile Arbeiten an der Uni oder im Klassenzimmer empfehlen würde. Das soll ganz am Anfang gesagt sein. Aber für den Heimanwender gibt es seit etwa einem Jahr keinen Zweifel darüber, welches Notebook man kaufen sollte. Ganz klar, das beste Produkt in diesem Preisbereich ist das Lenovo IdeaPad 515. Mir gefällt dabei, dass es zu einem fairen Preis angeboten wird mit starker Hardware und trotzdem einem verdammt großen Akku, dass es ein hochwertiges Metallgehäuse hat und ein gutes Display. Es ist ein wirklich schönes Gesamtpaket mit starker Hardware, wo es wirklich keine schlechte Konfiguration gibt. Klar, die Modelle mit dem aktuellen Ryzen 5 und Ryzen 7 Prozessor sind zu bevorzugen, aber ein schlechtes Modell gibt es nicht. Lenovo hat hier eine der größten Überraschungen des letzten Jahres präsentiert und damit tatsächlich mit der Konkurrenz den Boden aufgewischt. Geräte in dieser Preisklasse bieten oft nur ein Plastikgehäuse, kleine Akkus und miese Displays. Und in diese billige Plastikbasis baut man dann einen guten Prozessor rein und man hat eines dieser klassischen 15 Zoll Plastikbomber, über die wir uns hier auf diesem Kanal regelmäßig aufregen. Lenovo macht das nicht. Man hat eine sehr solide Basis genommen. Mit Metallgehäuse, mit riesengroßen Akku und guten Displays und dann erst gute Prozessoren eingebaut. Wie man das schafft zu dem Preis, wenn es sonst niemand macht, keine Ahnung, aber man tut es. Das Ergebnis ist aber das beste Notebook 2021 für den Heimgebrauch und das mit Abstand. Kommen wir zu der Kategorie mit dem besten Tablet. Hier gibt's zahlreiche Kandidaten, angefangen vom iPad über die vielen Chromebook-Convertibles bis hin natürlich zu Geräten wie dem Surface Pro 7, Surface Pro 7 Plus, Surface Pro X und gar vielleicht dem Surface Go. Aber keines dieser typischen Geräte ist für mich das beste Tablet für Schüler und Studenten. Das Surface Pro 7 Plus ist ein hervorragendes Windows-Tablet. Allerdings ist es meiner Meinung nach eigentlich ein Nischengerät, wenn man ganz ehrlich ist, für eine sehr enge, kleine Zielgruppe, das durch kluges Marketing auch von Privatkunden halt erworben wird. Immerhin können die meisten Privatkunden mit dem, was sie eigentlich vom Surface Pro nutzen, auch mit einem günstigeren MacBook oder auch mit einem normalen Notebook erledigen und hätten mehr Leistung und mehr Akkulaufzeit. Seien wir mal ehrlich, die meisten Leute benutzen den Stift sehr, sehr wenig. Das Surface Go ist dann für mich schon eher das Endkundengerät, welches als klassisches Consumer-Tablet als auch als ultramobile kleine Arbeitsmaschine geeignet ist, so als Sub-Notebook. Dafür ist es aber ziemlich teuer, denn mit Stift und Tastatur ist man schnell bei Preisen von 700 Euro. Ein Tablet, das für mich die eigentliche Intention des Surface Go noch besser erfüllt als das Go selber, das ist das Lenovo IdeaPad Duet 3. Es schafft, was Microsoft mit dem Surface Go nicht gelungen ist. Es ist ein gutes, kleines mobiles Tablet mit Tastatur, das dank seines günstigen Preises auch für die breitere Masse erschwinglich ist. Genau beim letzten Punkt ist Microsoft für mich übers Ziel hinausgeschossen. Mit beiden Konfigurationen, mit Celeron Dual Core oder mit dem Pentium Quad Core Prozessor, hat man ein ausreichend schnelles, kleines Tablet für die einfachsten Aufgaben des Alltags. Die Stiftfunktion ist für Schüler praktisch für Notizen und die Tastatur kann den einen oder anderen zusätzlichen Trick im Vergleich zum Surface Go. Ich muss sagen, mir gefallen die neuen Duet-Geräte von Lenovo durchaus. Wenn auch das kleinere IdeaPad-Modell die besseren Kompromisse im Vergleich zum großen Bruder eben von Microsoft macht. Auf jeden Fall ein Gerät, das ich absolut empfehlen kann. Nächstes Thema. Wer mich kennt, der weiß, ich bin kein allzu großer Fan von Gaming-Laptops. Für mich ist es ein Riesenfehler, einen Gaming-Laptop zu kaufen, wenn man gerne spielt und auch in der Schule zum Beispiel einen Laptop braucht. Ganz einfach deshalb, weil es günstiger und langfristig klüger ist, einen günstigen Laptop mit langer Akkulaufzeit und einen Eigenbau-Gaming-Desktop zu kaufen. Ich denke, die meisten Gaming-Laptop-Besitzer nutzen das Gerät ohnehin mehrheitlich stationär zu Hause am Strom. Da ist es eben klüger, einen Desktop zu benutzen. Dort habt ihr gleichzeitig deutlich bessere Möglichkeiten zum Aufrüsten und euren PC aktuell zu halten, damit er eben mit neuen Games mithalten kann. Das geht beim Laptop nicht, weswegen ich Gaming-Laptops immer mit sehr viel Bedacht empfehle.
Ein Gaming-Laptop, der mir allerdings sehr gut gefällt, ist das Asus ROG Zephyrus G14. Es bietet leistungsfähige Hardware mit aktuellen Ryzen-Prozessoren, GTX 1650 Ti Grafikkarten, immens gute Displays, wahlweise für Kreative und für Gamer und lange Akkulaufzeiten im alltäglichen Betrieb. Gleichzeitig ist es das, was eben ein Gaming-Notebook für mich sein sollte, dass man voraussichtlich eben viel mitnimmt, nämlich kompakt. Mit seinem 14 Zoll Display und einer Tiefe von 19,9 mm ist es so dünn wie das alte, nicht Retina MacBook Pro, falls ihr euch noch erinnert, und es ist deutlich leichter. Und dennoch bietet es krasse Leistung, die aktuelle AAA-Titel flüssig in Full HD darstellen kann. Ich finde, das ist eines der ganz wenigen Gaming-Notebooks, das es tatsächlich wert ist, gekauft zu werden. Darum ist es für mich das beste Gaming-Notebook 2021, weil es tatsächlich keine schlechte Variante gibt von diesem Gerät, es alle Funktionen eines Gaming-Notebooks perfektioniert und dennoch kompakt genug ist, sodass man es Tag für Tag mitnehmen kann. Die wohl wichtigste und zugleich schwierigste Kategorie in diesem Video betrifft die besten, günstigen Laptops. Da ist die Auswahl nämlich extrem groß, aber ein gutes Modell zu finden, das man universell empfehlen kann und das auch unseren Erwartungen entspricht, das ist erstmal ganz schwer. Vor allem deshalb, weil günstige Notebooks leider sehr oft auch billig gebaut werden. Man nimmt ein billiges, schlechtes Gehäuse, ein schlechtes Display und eine miese Tastatur und Touchpad, einen kleinen Akku und verbaut dann den schwächsten Intel Core i5, den Intel verkauft, und fertig ist ein schlechtes Gesamtpaket, das die Kunden aber trotzdem irgendwie lieben. Viele Kunden kaufen das aber trotzdem, weil am Datenblatt steht Core i5 und der Arbeitskollege, welcher sich mit Computern auskennt, der sagt, das ist ein guter Prozessor. Und was ich damit sagen will ist, was aktuell im Smartphone-Markt passiert, sieht man viel zu wenig bei Notebooks und Tablets, wo weiterhin ein stärkerer Prozessor einem ausgereiften und balancierten Benutzererlebnis und einem eben guten Benutzererlebnis vorgezogen wird. Ich denke, das beste Gesamtpaket für ein günstiges Notebook bietet aktuell Medion, nämlich im E14 407. Es ist eines der wenigen Geräte, wo es keine schlechte Variante davon gibt und das für seinen günstigen Preis echt viel bietet. Es ist ein 14 Zoll Notebook, welches der Hersteller in Deutschland nur mit einem Full HD Display verkauft. Angeboten wird es nur mit einem AMD 3020E Prozessor, einem schwachbrüstigen Dual Core Prozessor, welcher allerdings eine ähnliche Leistung bietet wie mobile Pentium und aktuelle Celeron Quad Core CPUs. Die gebotenen günstigen Konfigurationen eignen sich perfekt für die tägliche Benutzung, für einfache Aufgaben wie das Beantworten von Mails, das Surfen im Internet oder die Bearbeitung einfacherer Office-Dokumente. Es gibt 4 GB RAM und 64 GB an internem Speicher, was okay ist. Das größte Argument für das Medion E14 407 und gegen Geräte wie das Acer Aspire 1 oder das HP 14S ist einerseits der größere Akku. Mit einer Kapazität von 45 Wattstunden liegt es weit vor anderen Geräten derselben Preisklasse, macht dafür allerdings weder Kompromisse beim Display, der Verarbeitung oder bei anderen Komponenten. Es ist ein schönes, schlankes Notebook mit ausreichenden Specs und bei einem Preis von aktuell 350 Euro kann man es absolut empfehlen. Eine Kategorie, die in diesem Video natürlich nicht fehlen darf, sind Computer aus der oberen Mittelklasse. Wenn man Premium-Features möchte, aber eben nicht so tief in die Tasche greifen will, dann sucht man sich eben hier ein Notebook. Man will ein schönes Display, einen guten aktuellen High-End-Prozessor und dennoch ein flaches, leichtes Gehäuse, das natürlich ebenfalls noch Premium wirken soll. Die Hersteller verpacken uns die Ultrabook-Hardware dann in ein bisschen größeres, weniger hochwertiges 14 Zoll Gehäuse und wir kriegen etwas schlechtere Lautsprecher und vielleicht jetzt kein für Profis kalibriertes 4K-Display, stattdessen eben nur Full HD. Aber im alltäglichen Gebrauch merken viele Nutzer gar keinen Unterschied. Warum also 4, 5 oder gar 600 Euro mehr bezahlen? Eines dieser Notebooks, welche den Spirit der oberen Mittelklasse wirklich perfekt verkörpern, ist das Lenovo Yoga Slim 7. Das 14 Zoll Modell ist eine Sensation für einen kompakten Laptop im Preisbereich unter 1000 Euro. Es bietet aktuelle AMD Ryzen Prozessoren der 4000er Serie, hat ein schönes Metallgehäuse, gute Displays und riesige Akkus für erfreulich lange Akkulaufzeiten. Der Bereich mit der Premium-Mittelklasse ist mittlerweile sehr hart umkämpft und auch HP bietet mit Notebooks wie dem Envy 360 ein solides Angebot in dieser Preisklasse. Es hat allerdings einen wesentlich kleineren Akku und fällt für mich daher raus. Lenovo dominiert mit seinen Geräten einige Preispunkte in Deutschland, darunter eben den Preisbereich zwischen 500 und 800 Euro mit dem sensationellen IdeaPad 5 und auch die obere Mittelklasse mit dem fantastischen Yoga Slim 7, das auch ich selbst testen konnte.
Schöne Geräte, leistungsfähige Hardware und ein fairer Preis. Ich liebe es, wenn ein Hersteller einen Laptop baut, der einfach mal 30% besser ist als die Konkurrenz im selben Preisbereich und wo sogar ein Laie, der keinen Plan hat von Laptops, wenn er die beiden Geräte sieht und in der Hand hat, das erkennen könnte, welcher hier eben besser ist. Lenovo baut aktuell solche Geräte und darum kann ich sie auch hier absolut empfehlen. So. Das fasst auch schon meine Liste zusammen mit den besten Laptops 2021. Wie gesagt, wir haben hier nur Geräte empfohlen, wo es keine schlechte Variante gibt. Das ist mir besonders wichtig, weil meine Empfehlungen oft weitergegeben werden und dann meistens nur gesagt wird, der XY's Laptop ist gut, das hat der Albert von Windows Area gesagt und dann wird halt eben nicht erwähnt, welche konkrete Variante ich da gemeint habe. Daher habe ich mir mal hier die Mühe gemacht und eine Liste erstellt mit guten Laptops, die ihr bedenkenlos kaufen könnt. Egal in welcher Variante ihr diese Notebooks kauft, ihr bekommt ein verdammt gutes Produkt. Damit verabschiede ich mich heute auch schon von euch und bitte euch um ein Abo, wenn ihr noch mehr Tipps, Tricks und Tests zum Thema Windows 10 sehen wollt. Lasst mir auch gerne ein Like da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Dann sehen wir uns schon beim nächsten Mal wieder. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen, tschüss und bis zum nächsten Mal.